Hallo und herzlich willkommen Leute, hier ist Grub und herzlich willkommen zu einer weiteren gruseligen Folge von Verstörend. Und zwar werden wir uns heute weitere Horror-Kurzfilme angucken. Ich habe da ein paar sehr krass für euch rausgesucht. Aber bevor wir mit der Folge anfangen, wollte ich mich erstmal bedanken, dass das Wachstum immer noch so wahnsinnig gut ist. Euer Support von meinem Channel ist echt wahnsinnig krass. Aber ich möchte euch mal bitten, vielleicht mal einen Channel von einem Kumpel von mir anzuschauen. Ich weiß, ich will sowas nicht so oft machen, aber ich werde euch hier ein paar Szenen von ihm zeigen. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr bei euch bedanken, wenn ihr vielleicht mal seine Videos anguckt und ihn vielleicht abonniert. Weil bei ihm läuft es in letzter Zeit nicht ganz so krass. Und weil es bei mir einfach so super gut läuft, wollte ich vielleicht ein paar meiner Freunden, die ich schon sehr lange kenne, ein bisschen aushelfen. Deswegen abonniert ihn und dann sehen wir uns auch gleich im richtigen Video. Würdest du gerne mit Vado Kinder kriegen? So nah und doch so fern. Bist du schwul? No. Entscheide, lieber ein Leben lang täglich Lauchmampfen oder ein Leben lang täglich ein Lauch sein. Seit wann bist du so ein Opfer, Elmkopfiget? Opfer, Opfer, irgendwo hier. Ach ja. Ab hier. Essen, was hast du für ein PC-Setup? Also eine Tastatur, Maus, Toilettenpapier, what? Tastatur, Maus, Toilettenpapier. Was hast du für eine frische Kamera, mit der du aufnimmst? Kamera, noch eine Kamera, Toilettenpapier. Hallo, herzlich willkommen und bla, ja, awesome. Wahnsinnig gut. Herzlich willkommen zu Verstörend und zwar gibt es heute wieder Horror-Kurzfilme. Ich will nicht viel reden. Wir fangen direkt an mit dem ersten, der ziemlich krass ist. Let's go. Yes, love. Don't forget to check for monsters under my bed. Daddy, there's someone on my bed. Wow, ich bin ein riesiger Fan von Horror-Kurzfilmen und Horrorgeschichten, die mega kurz sind. Vielleicht kennen ein paar von euch diese Two-Sentence-Creepypastas, also Creepypastas, die wirklich nur ein bis zwei Sätze lang gehen. Und darauf basiert dieser Horror-Kurzfilm und ich finde den unglaublich gut gemacht, muss ich sagen. Das ist so die Art von Horror-Kurzfilm, die ich liebe. So muss es sein. Einfach richtig kurz, eine geniale Idee, dass du durch die Idee alleine einfach denkst, fuck, das ist ziemlich krass. Und ich muss ehrlich sagen, das hier ist so gut gemacht. Das ist wirklich sogar ein ziemlich professionell gemachter Film. Das sieht nicht mega amateurhaft aus. Ist gut gemacht. Und deswegen würde ich sagen, kriegt das Ding hier wirklich 9 von 10. Die einzige Sache, die ich vielleicht ein bisschen komisch fand, war, ja, wie dieses Mädchen geschauspielt hat mit dem "You need to check for monsters under my bed". Das war so ein bisschen, ja, okay. Da konnte man sich schon denken, was passiert. Aber naja, wäre das vielleicht ein bisschen cooler gemacht worden, wäre es auf jeden Fall 10 von 10 Punkte gewesen, weil der ist fucking spooky, die Idee ist genial, dass du einfach die Person für was völlig anderes gehalten hast und ja, ich liebe einfach Horror-Kurzfilme, die wirklich sehr, sehr kurz sind, sowieso, und umso kürzer ein Film schafft und umso weniger Zeit es ein Film schafft, gruselig zu sein, umso besser ist er meiner Meinung nach, deswegen nehme ich eigentlich auch nie Horrorfilme, die länger als 5 Minuten sind, weil dann denke ich immer, nee, das ist, komm, nee. Das wird keine gute Idee sein. Aber es gibt ein paar mit einer guten Idee, wie zum Beispiel Hungry Hickory, der ist, glaube ich, auch über 5 Minuten und die Dice It während, die ich letztes Mal vorgestellt habe. Aber ja, ich habe so viel gelabert. 9 von 10. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video, meine ich. Ich trottel. Passend zu den Filmen, die ich eben erwähnt habe, jetzt einen Film von dem gleichen Macher. Ich habe gemerkt, ihr fandet Hungry Hickory und die Dice It wären sehr, sehr geil. Und deswegen zeige ich einen weiteren Film vom gleichen Macher, den ich auch sehr gut finde. Also viel Spaß. Thank you.
How Orlin Lost His Eye. Finde ich ziemlich geil gemacht. Man merkt mittlerweile, dass der Macher von diesen Horror-Kurzfilmen immer so die gleichen Techniken benutzt. Die gleichen Farben, die gleichen Schnitte. Finde ich aber sehr geil. Ich finde auch den hier sehr gut, auch wenn nicht ganz so awesome und ganz so krass wie die beiden Dinger, die ich beim letzten Horror-Kurzfilm-Special gezeigt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ist auch sehr, sehr awesome. Ziemlich creepy, ein paar wirklich gute Ideen. Und dem hier muss ich vor allem durch die Atmosphäre, weil der Regisseur Damien McCarthy heißt, der von diesen Horror-Kurzfilmen hat es unglaublich drauf, gute Atmosphäre zu erschaffen, muss ich sagen. Wirklich, die Atmosphäre ist wahnsinnig gut. Die Spannung, die man während diesen Dingen hat, einfach nur, passiert da jetzt was oder passiert da nichts, das hat er wirklich drauf. Deswegen muss ich den Ding hier auch 7,5 von 10 geben. You're a good boy, I feel so safe when you're here. Ew, King, that's gross. Den Horror-Kurzfilm kennt ihr wahrscheinlich sogar aus alten Geschichten, weil ich weiß noch, die Geschichte haben wir uns erzählt, dass ich so 10, 11 war oder sowas. Da haben ein paar Kumpels mir die Geschichte davon erzählt und die fand ich damals immer mega creepy. Das war so die Creepypasta, bevor es wirkliche Creepypastas gab. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch auch die Geschichte dahinter, aber das als Film zu sehen ist mal ganz cool, weil das ist so eine meiner Kindheitsgeschichten, diese Kindheitsgruselgeschichten, die man sich erzählt hat. Und das in Form eines Filmes zu sehen, ist schon mal was ziemlich cooles.
Die Idee kannte ich schon. Ich finde den Film nicht ganz so spooky, aber wenn man es vielleicht noch nicht kennt, ist die Idee ziemlich geil. Deswegen gebe ich dem Ding jetzt einfach mal 6 von 10. Und dann würde ich sagen, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, welchen ihr am krassesten fandet. Und lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Horror-Kurzfilme habt, von denen ihr wollt, dass ich sie vorstelle, schreibt es einfach hier unten rein. Oder schreibt es mir am besten in einer Nachricht auf Twitter oder auf Facebook oder auf YouTube, damit die anderen Leute in den Kommentaren es vielleicht noch nicht sehen. Weil möglicherweise, wenn der sehr krass ist, werde ich ihn ja in der Folge nehmen. Und dann sehen die anderen Leute das hoffentlich noch nicht vorher, damit sie sich alle überraschen lassen können. Dann bedanke ich mich euch und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Bye-bye.